Die Staatsführung schmückt sich mit ihren Goldkindern. Auch mit der Kugelstoßerin Margita Gummel. Bis zum Olympischen Jahr hat sie eine Bestleistung von 17,86 Meter. Dann geht ihre Leistungskurve steil nach oben. In Mexiko stößt sie 19,61 Meter. Olympiasieg und Weltrekord. Ihr Geheimnis, sie schluckt täglich 10 Milligramm Oral-Turinabol. Dies und dass sie damit eine der ersten gedopten DDR-Sportler ist, offenbaren erst viel später Stasi-Unterlagen.